We love Elton sowieso, and here we go, here we go. Ich wünsche euch allen da draußen einen fantastischen, schönen, guten Sonntag. Morgen. Ich hoffe, ihr habt auch so ein Prachtwetter wie wir gerade hier in Basel in der Schweiz. Ich bin hier heute das allererste Mal in meinem kleinen neuen Tonstudio und Büro. Deswegen ein neuer Hintergrund. Letzte Woche mit Olli P. ja unterwegs gewesen im schönen Osten in Brandenburg. Und ich freue mich, dass ihr alle schon wieder zahlreich so mit dabei seid. Heute, ich habe schon gesungen. Elton als Gast mit dabei. Ich freue mich mega. Ich war selber schon, ehrlich gesagt, relativ aufgeregt. Ich bin so oft zu früh erwacht, weil ich Angst hatte zu verschlafen. Als Musiker bin ich ja ein bisschen Spätaufsteher. Aber ich freue mich, dass er heute mit am Start sein wird. Und ihr könnt ja jetzt schon mal kommentieren. Ich meine, Elton, jeder von euch kennt ihn wahrscheinlich. Er ist einer der prominentesten TV-Gesichter, die es, würde ich mal sagen, in Deutschland gibt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen an ihn habt, haut sie jetzt schon mal in die Kommentare, dann kann ich das gleich aufgreifen. Ich habe auch ganz viele und vorab meine Umfrage an euch, weil das, ich bin ehrlich, das wusste ich nicht, bevor ich mich mit ihm ein bisschen befasst habe. Wusstet ihr, dass Elton in Wahrheit eigentlich Alexander heißt? Krass, ne? Das wusste ich auch nicht zuvor, aber dafür haben wir ja Stars um 10 für alle Fragen. Cool, wir gucken gleich mal, ob er schon wach ist. Ja, wenn du schon dabei bist, Elton, dann kannst du gern kommentieren, dann hole ich dich gleich hier live rein. Und bisher grüße ich euch alle. So, genau, alle schon mal eure Fragen vorbereiten, denn gleich wird er hier sein. Und liebe Grüße nach Buxtehude, das ist auch gerade so viel, wie ich recherchiert habe. Hat Elton auch mal was in Buxtehude gehabt? Ja, richtig. Der hat da, glaube ich, einen Abschluss gemacht. Sehr cool. Die Martina schreibt, verschlafen das kann ich. Ich bin selber auch immer so einer. Ich stelle mir so viele Wecker, dass ich auch auf gar keinen Fall verschlafe. Denn das ist für mich das Horrorgefühl. Wenn ihr irgendwann mal so schlaft, aus dem Schlaf gerissen werdet und merkt, ihr habt irgendwas verpasst. Aber das passiert uns heute nicht. Ich hoffe, Elton ist auch schon wach. Er hatte nämlich, wahrscheinlich habt ihr das gestern auch schon gesehen im ProSieben, Schlag den Star mit einer guten Künstlerkollegin, die ihr auch alle kennt, Stefanie Hertel, gestern mit dabei. Und sie hat das Ding sogar gerockt in einer 5 Stunden und 37-minütigen Sendung gegen Kathi Hummels, genau so war das. Und Elton hat das Ganze moderiert, natürlich sensationell wie immer. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch erst gestern um 2 ins Bett. Und ich schätze natürlich, wenn er es hier live geschafft hat. Und Martina, du hast ja auch extra einen Wecker gestellt für Stars um 10. Das freut mich natürlich. Hattet ihr denn schon euren ersten Kaffee? Das ist doch gut. Sehr gut. So Leute, ich bekomme hier gerade Anweisungen von der Regie. Ein Wunder ist geschehen. Ich freue mich. Elton wird gleich mit am Start sein. Allerdings kommt er in 4 Minuten. In 4 Minuten. Und deswegen habe ich gedacht, damit ich die Zeit ein bisschen für euch schön gestalten kann, würde ich euch gerne was vorspielen auf der Gitarre. In 4 Minuten kommt er vorbei. Kann man ihm nicht verübeln. Der Typ hat wahrscheinlich heute Nacht nur 4 Stunden geschlafen. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Deswegen singe ich mal für euch meine aktuelle Single. Hier ist für euch, ich schenke dir mein Herz. Ich hoffe, der Song gefällt euch. Und hier ist es. Ich hab nicht viel, doch wenn ich dich habe, ist das mehr als genug. Bist meine Auszeit, wenn's mir zu viel wird. Ja, du tust mir gut. Und mit jedem Tag und mit jedem Mal liebe ich dich mehr. Ich bin nicht perfekt und das weißt du auch. Und trotzdem bist du hier. Ich schenk dir mein Herz, mehr hab ich nicht. Ich würd alles tun für dich. Ich schenk dir mein Herz, mehr hab ich nicht. Es schlägt nur für dich, nur für dich.
bin unterwegs, doch trag dich bei mir als Foto in meiner Jeans. Ich kann nicht wegsehen, bist unbeschreiblich, süß wie ein Pinguin, wie Piet Flosse. Und auf jeden Tag und mit jedem Mal liebe ich dich mehr. Ich bin nicht perfekt und das weißt du auch. Und trotzdem bist du hier. Ich schenk dir mein Herz, mehr hab ich nicht. Ich werd alles tun für dich. Ich schenk dir mein Herz, mehr hab ich nicht. Es schlägt nur für dich, nur für dich. Ich gebe alles. Ich schenke dir mein Herz. Danke schon mal für so, so viele coole Kommentare. Echt Hammer. Für alle, die neu mit dabei seid, Elton kommt gleich, der ist auf dem Weg. Der hat gerade noch seinen Kaffee in der Hand und muss ihn kurz austrinken. Und gleich ist er bei uns hier heute bei Stars um 10. Und es zählt natürlich immer noch. Schreibt unbedingt eure Fragen an Elton. Ich meine, der hat schon so, so viel erlebt. Wo habt ihr ihn das erste Mal gesehen? Was wolltet ihr schon immer von ihm wissen? Wie gesagt, Elton heißt ja eigentlich Alexander, voll krass. Also ist ja eigentlich normal, dass ein Künstlername auch einen normalen Namen hat, aber das wusste ich selber so nicht, schon mal ein Fakt vorher. Und danke von ganzem Herzen für so viele tolle Kommentare. Es freut mich, dass mein kleines Ständchen euch hier heute gefallen hat. Wollt ihr denn noch einen? Also, ich habe die Gitarre per Zufall in meinem Tonstudio, Überraschung, können wir gern machen. Falls ihr Bock habt, mich übrigens zu unterstützen, ich freue mich so sehr. Ich habe in meinem gesamten Jahr, in der ganzen Zeit, wo wir halt leider keine Live-Auftritte hatten, extrem gearbeitet an meinem neuen Album Hautnah. Und mein Baby kommt ganz bald raus. Am 29.01. ist es soweit. Dann kommt Hautnah auf den Markt, inklusive Fanbox, wo wir diese Woche die Inhalte verkündet haben. Es gibt Vincent Groß Socken, damit ihr auch nie wieder friert. Wir haben einen Handykartenhalter, wo man die Kreditkarten hinten dran machen kann. Würde mich freuen, wäre eine riesen Unterstützung. Und ich glaube, passend zum Wetter, das wir heute in der Schweiz haben und was ich euch allen da draußen wünsche, singe ich euch jetzt den nächsten Song. Ein Song, den ich auch selber geschrieben habe mit zwei Kumpels. Über uns die Sonne. Freut mich, dass schon so viele von euch die Fanbox vorbestellt haben. Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Unterstützung. Und ihr werdet die 15 Songs darauf lieben, die ich auch selber geschrieben habe. Wir waren zwei Astronauten. Die Welt war uns zu klein, das Raumschiff Ewigkeit war startbereit. Und zu jeder Zeit, wir waren Traumpiloten, Kurs Unendlichkeit, waren wie schwerelos, zu allem bereit. Und zu jeder Zeit. Wir hatten einen Traum, wie allein durch Zeit und Raum. Einmal Himmel und zurück, total verrückt. Über uns die Sonne, unter uns der Mond. Wir surfen durch die Galaxie, mal gucken, wer da wohnt. Uns das Meer. Wir schwimmen mit den Gezeiten, den Eltern hinterher. Yeah. Über uns die Sonne. Und wir surfen auf den Wolken. Die Sonne hält uns warm. Milchstraßencafé.
legst in meinen Arm. Ich halt dich warm. Und wir ziehen um die Sterne, wir treiben mit dem Wind. Der Weg ist unser Ziel, sind voll Liebe blind. Die Reise beginnt, über uns die Sonne. Wir surfen durch die Galaxie und gucken, wo Elton wohnt. Über uns die Sonne. Und Leute, jetzt ist er hier, live und in Farbe. Ah, oh, jetzt freue ich mich. Elton, ich habe schon mal ein kleines Überbrückungsprogramm gemacht und jetzt füge ich dich mal hinzu. Eine Sekunde. So, 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 da ist er. Elton live hinzuzufügen, also hinzufügen. Leute, ihr wisst, wie es läuft. Macht einen Riesenapplaus in den Kommentaren, so ganz viele Emojis, Herzchen, BHs, alles. Denn hier ist er für euch. Elton live aus. So. Moin. Hallo. Alles klar bei dir? Ja, warte, ich muss mich mal ein bisschen lauter machen. Rede mal. So, ich mache mal einen Soundcheck. Check, check. Eins, zwei jetzt ich dich. Oder drei. Letzte Chance ist vorbei. Geht's dir gut? Sorry. Das Geile ist, ich habe mir den Wecker für 10 Uhr gestellt, weil ich ja wusste, wir machen um 10 Uhr hier unsere Konferenz. Nun habe ich aber bis 10 Uhr geschlafen. Das heißt, um 10 Uhr wurde ich dann erst geweckt. Sorry, weil die Sendung gestern, die ging ja wieder bis 2 ja. Uhr. Bitte Entschuldigung für die Verspätung. Absolut, kein Problem. Ey, ich freue mich wirklich mega, dass du mit am Start bist hier bei meinem Talkformat. Ich durfte ja bei dir schon ein paar Mal zu Gast sein und jetzt freue ich mich, bist du dabei. Und ich habe mir gestern noch so gedacht, ich habe ja auch mitverfolgt, ich glaube, das ging ja wirklich irgendwie bis 2 Uhr. Stefanie Hertl hat gewonnen. Wie war es denn gestern? Ach, das war eigentlich eine sehr schöne, harmonische Sendung irgendwie. Die beiden Ladies haben alles gegeben, waren aber nicht irgendwie so Kampfhennen, sondern wirklich, die wollten beide gewinnen, aber waren immer fair und immer freundlich. Also es war eine sehr, sehr schöne Sendung zu dieser Zeit. Cool, also nicht zu verbissen, keine Kämpfe oder so. Nee, also verbissen schon, aber nicht irgendwie zu verbissen. Also Respekt. Genau. Sehr cool. Wie ist das eigentlich bei Schlag den Star? Tust du dir manche so Challenges auch selber ausdenken oder Inputs geben? So ein, zwei Spiele, also die meisten Spiele haben wir mit Sicherheit schon mal irgendwie gehabt, weil wir haben ja, glaube ich, weiß ich gar nicht jetzt, wie viele Jahre schon Schlag den Star, Schlag den Rab. Aber hin und wieder kann man auch mal Spiele vorschlagen, die werden dann getestet, ob die funktionieren. Ja, das gibt es auch, ja. Und natürlich werde ich in den Proben, versuche ich auch jedes Spiel zu spielen, weil wenn man das Spiel selber gespielt hat, dann weiß man auch genau, wie das funktioniert und kann es dann auch besser erklären. Voll. Das finde ich auch an dir so krass. Ich habe mich sehr mit dir auseinandergesetzt und ganz, ganz viele Videos auch geguckt von früher. Elton vs. Simon habe ich mit meinem Bruder immer geguckt und alles. Und du hast, du machst schon wirklich jeden Stunt selber mit. Also Respekt davor. Ja, gut, das ist aber ja auch schon 10 Jahre her. Inzwischen bin ich auch noch älter geworden. Aber klar, ein bisschen ausprobieren muss man immer selber. Das stimmt. Das finde ich echt geil. Ich weiß auch noch, als wir bei Wer weiß denn sowas waren, da hat mich die Redaktion, die haben mich dann gefragt, mit wem willst du sein und haben mich vor dir gewarnt, weil du so ehrgeizig seist. Und da meinte ich, weil ich dich eh schon von 1, 2 oder 3 kannte, ich will Elton haben. Und wie ist das? Bist du, woher kommt dieser Ehrgeiz? Ich habe keine Ahnung, woher dieser Ehrgeiz tatsächlich kommt, aber ich bin wirklich ehrgeizig, auch bei Wer weiß denn sowas, wo es ja eigentlich gar nicht wirklich um mich geht. Ich spiele ja für die Zuschauer. Aber auch da bin ich natürlich sehr, sehr ehrgeizig. Auch früher schon, also meine Kids zum Beispiel, wenn die mit mir gespielt haben, ich habe da keinen Respekt vor gehabt, dann habe ich wirklich durchgezogen und wollte auch gewinnen. Normalerweise sagt man ja, die Kinder, die dürfen dann auch mal gewinnen oder sowas. Nee, wenn ich bei Mensch ärgere dich nicht gesehen habe, ich kann die rausschmeißen. Normalerweise, man muss die ja sogar rausschmeißen. Aber bei Kindern macht man das ja nicht so. Auch da habe ich die dann immer sofort rausgeschmissen. Ich habe keine Ahnung, woher dieser Ehrgeiz kommt. Weiß ich nicht. Aber ich finde das gut, weil ich bin auch der Meinung, man soll die Kinder ins kalte Wasser werfen, so lernen sie. Wenn man immer nur hier holt und so, ne? Ja. Auf die Welt. Und man sollte Fußball, nur nicht vielleicht lachen. Voll draufgehauen. Man sollte nur nicht vielleicht lachen dabei.
So. Absolut. Das ist vielleicht nicht respektvoll. Fußball ist ein gutes Stichwort. Du bist ja wirklich gebürtiger. Du bist nördlich, du bist gebürtig, glaube ich, in Berlin, aber bist in Hamburg aufgewachsen. Freut mich. Ich bin auch nördlich. Meine Großeltern wohnen in Husum. Ne? Auf jeden Fall, bist du immer noch so Fan von FC St. Pauli? Ich bin noch Fan von FC St. Pauli. Lief ja gerade wieder gestern super gegen Paderborn. 2-0 verloren. Ja klar, also ich bin seit 89, da war ich glaube ich das erste Mal im Stadion, bin ich Fan vom FC St. Pauli. Und also ab jetzt bleibt das dann auch. Früher als Kind wechselt man ja gerne mal so ein bisschen. Ja. Da ist man vielleicht auch ein bisschen spielerbezogen, wenn man einen Spieler gut findet. Mhm. Dann findet man auch den Verein gut. Aber jetzt, glaube ich, werde ich lebenslang diesem braun-weißen Verein treu bleiben. Lebenslang die Treue. Hast du denn oder hattest du vor diesen Zeiten auch Karten, Saisonkarten, oder ließ sich das nicht vereinbaren, ich sag mal, mit deinem Job, weil du immer unterwegs bist? Nee, ich habe tatsächlich eine Dauerkarte, aber bringt ja im Moment leider nicht so viel. Deswegen hoffe ich, dass im Frühjahr alles wieder in Anführungszeichen besser wird und man dann auch wieder mit mehreren Leuten ins Stadion gehen kann. Mhm. Ja, ah, das hoffen wir auch, dass das bald wieder ist. Gefühlt habe ich dich aber, also ja, gut, schon tausendmal eben gesehen. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe schon mega viele Sendungen von Elton vs. Simon, was gut ist, auch schon ein bisschen länger her, oder als Showpraktikant hier beim Rat und alles. Und jetzt machst du seit 2010, du hattest gerade vor ein paar Wochen, habe ich gesehen, das 10-jährige Jubiläum von 1, 2 oder 3. Leute, ja. Habt ihr schon mal eine Sendung von Elton 1, 2 oder 3 gesehen? Kommentiert's. Und ich sag euch, ihr macht das unfassbar. Und du verbindest Respekt mit den Kindern, eben wie du gesagt hast, mit Humor. Was ist dein Rezept? Wie gehst du so Moderation an? Ja, wie gehe ich Moderation an? Das Schöne ist, ich sehe mich ja nicht immer wirklich als Moderator. Ja? Also für mich ist Kai Pflaume zum Beispiel ein ausgezeichneter Moderator. Ich bin vielleicht eher einer, der durch Sendung führt. Vielleicht ist es nur ein anderes Wort, was nicht ganz so professionell klingt. Und ich kann mir zum Beispiel überhaupt nicht Texte merken. Ja. Ich muss, am Morgen schreibe ich mir meine Karten, dann kann ich aber die am Nachmittag schon nicht mehr richtig lesen, meine Schrift. Das ist manchmal ein bisschen problematisch. Ich gehe einfach total locker ran. Das ist vielleicht der große Vorteil, nicht über zu streng. Und mit Kindern ist es sowieso viel, viel besser. Die sind ehrlich. Mit Kindern macht das Arbeiten Spaß. Erwachsene haben manchmal schlechte Laune, dann musst du denen auch noch sagen, ja, jetzt komm, jetzt zieh das mal durch. Und Kinder sind einfach, die haben total Spaß, und dieser Spaß, diese Sympathie, die nimmst du mit auf. Und dann bist du auch auf einmal total super gut drauf. Und dadurch macht das am meisten Spaß. Jetzt bei Schlag den Star, da muss ich mir zum Glück nicht so viel merken, da stehen die Regeln alle auf der Karte. Ja. Da macht das natürlich Spaß, weil da viel Raum für Spontanität ist. Wenn die Gäste lustig sind, kannst du mit denen spielen und mit denen auch Witze machen. Wenn die nicht ganz so gut drauf sind, kannst du da mal ein bisschen draufdrücken, pieksen, hör mal, was mit dir los. Also so hat jede Sendung immer seine gewisse Art, wie man sich auf die Moderation vorbereiten kann. Ja, nee, und das kann ich auch bezeugen. Bei 1, 2 oder 3 weiß ich noch mal, da kommst du auf die Bühne ohne jegliche Karten und so und machst das einfach sensationell. Das sind aber nur die ersten 2 Minuten. Danach muss ich schon... Ja, kurz mal spicken und so, aber das ist ja alles frei, weißt du? So, das ist ja nicht so, als hättest du einen Teleprompter, wo dann die Texte draufstehen, nee. Und du liest da alles ab. Das bist einfach du, und Respekt davor, also wirklich, das finde ich echt geil. Vielen Dank. 1, 2 oder 3 ist wirklich so, ich meine, ganz ehrlich, bei allen Zuschauern, ihr habt eh alle 1, 2 oder 3 schon mal geguckt, und wer hatte nicht alles schon mal den Traum, selber mit dabei zu sein und Kinderkameramann zu sein? Ja. Hätte ich immer gern gewollt. Oder das Piet Flosse mal die Flosse schlagen. Ja, und ich finde auch das Schöne an diesem Format, dass das wirklich fast jeder kennt. Ja. Egal, ob es jetzt ganz, ganz früher von Michael Schanze moderiert wurde. Und jetzt mache ich das halt. Ich glaube, dass die Sendung gibt es ja jetzt auch schon seit 43 Jahren. Krass. Und die kennt wirklich jeder. Und das ist das Schöne. Und da möchte auch tatsächlich jede Schulklasse noch gerne hin. Kamerakind ist auch immer noch gefragt, obwohl das nicht mehr ganz die große Pumpe ist. Aber auch so eine kleinere Steady zu tragen, das macht den Kindern schon viel Spaß. Ja, also da freue ich mich, dass da immer noch viele Leute hinwollen. Ja. Wie bist du überhaupt zu dieser Moderation gekommen? Also wie ist das? Steht da so wie auf dem Jobmarkt irgendwo die Ausschreibung, wir suchen einen neuen Moderator, oder wahrscheinlich über Connections oder so?
Also, nee, bei 1, 2 oder 3 ist es tatsächlich klassisch ein Casting gewesen. Da Ja. mussten viele Leute hin und dann eine komplette Sendung moderieren. Ja. Und ich habe keine Ahnung. Also, da wurden sehr, sehr viele Leute eingeladen, Ja. die man so im deutschen Fernsehen kennt. Ich habe hundertprozentig Ahnung, warum ich jetzt genommen wurde, weiß ich jetzt nicht. Es waren so ein, zwei Momente, die wohl nicht im Drehbuch standen und ich die aber in Anführungszeichen wohl gemeistert habe. Das ist also so ein Klassiker. Da war eine Frage über Licht und da sollten dann die Kinder im Zuschauerraum mit einer Taschenlampe wedeln. Und dann ging die Frage los und die Kinder gucken mich so alle an, hö, wie Taschenlampen. Da hatten die vergessen, die Taschenlampen zu verteilen. So. Das heißt, ich musste jetzt ein bisschen Zeit überbrücken. Aber ich habe mir natürlich gedacht, hey, das ist ein Casting. Das haben die bestimmt mit Absicht gemacht, damit sie jetzt sehen können, wie können die Leute, die Künstler, wie gehen die jetzt mit dieser Pause um? Im Nachhinein habe ich aber erfahren, das war gar keine Absicht. Die haben Das sie haben die wirklich wirklich vergessen. vergessen. Krass. Und da hatte ich dann ja wahrscheinlich Pluspunkte gesammelt, weil ich dann die Zeit wirklich mit den Kids und den Zuschauern überbrückt habe. Also, Ja. und ansonsten wird einem das tatsächlich hin und wieder mal angeboten. Sag mal, hättest du nicht Lust, diese Show zu machen oder diese Show? Das wird dann zwar auch immer seltener, weil inzwischen gibt es ja so viele Shows. Und dann Ja. sagt man tatsächlich entweder ja oder nein. Und bei mir ist es meist Bauchgefühl. Also wenn mir, selbst wenn eine Sendung komisch klingt, wo jeder sagen würde, ey, bist du bescheuert? Das klingt doch total beschissen. Aber wenn ich aber das Gefühl habe, hey, da habe ich Bock drauf, dann mache ich das tatsächlich auch. Und bis jetzt habe ich, glaube ich, nur zwei Sendungen, die waren nicht quotenmäßig so erfolgreich. Da also, aber das ja, jetzt, ich bin ja, werde ja bald 50. In der ganzen Zeit ist das relativ wenig und Ja. deswegen bin ich auch froh darüber. Weißt du selber, hast du mal irgendwie so mitgezählt oder so, in wie vielen verschiedenen Fernsehsendungen warst du denn alles schon? Weil du hast so viel gemacht. Hast du Nee. den Counter oder so? Strichliste? Nee, tatsächlich habe ich so einen Counter nicht, aber es sind schon wirklich sehr, sehr viele. Nein, das ist wirklich krass, weil gefühlt bist du, oder du bist ja wirklich so gut wie jede Woche mehrmals. Ich meine, wer weiß denn sowas? Und eins, zwei oder drei, das läuft ja eigentlich so gut wie stetig durch. Da bist du fast immer im Fernsehen. Krass. Respekt dafür. Viel Also ich glaube, Arbeit. mein Manager, der Ralf, der hat mal gesagt, wenn man mit den Wiederholungen alles sieht in den ganzen dritten Programmen, bin ich Ja. jeden Tag im Fernsehen. Kann man machen. Dann kann Krass, man mal wirklich. machen. Ja. Absolut. Ich meine, und es ist auch vielfältig, was du machst. Ich habe Ja. recherchiert und du machst ja einerseits sehr viel Moderation. Du hast aber auch schon als Schauspieler warst du tätig, Synchronsprecher, ich sag mal noch Vorbild, eins, zwei oder drei, sehr gut. Und du hast zwei Singles rausgebracht, da komme ich später noch drauf zu. Ein Buch veröffentlicht und 2008 und 2012 den Deutschen Comedy-Preis bekommen. Wenn du alles in allem etwas raussuchen müsstest, was wäre so, was fühlst du am meisten? Moderator, Entertainer, Schauspieler, Synchronsprecher. Also wie gesagt, ich sehe mich ja an sich nicht als Moderator. Das ist immer so schwierig zu sagen. Also es gibt viele Sachen, die also die Synchrongeschichte für Der gestiefelte Kater, das war natürlich auch was Besonderes, weil das auch mal was anderes ist. Du bist da 4 Tage in so einem Keller eingesperrt und musst Sachen einsprechen. Und dann siehst du das Ergebnis und bist da dann schon ein bisschen stolz drauf. Weil das ist wirklich, also das ist wirklich Arbeit gewesen. Das ist wirklich, in Glaube Anführungszeichen, auch wenn das vielleicht nicht so klingt, man steht da und muss sprechen, aber das ist tatsächlich Arbeit und auch sehr anstrengend, weil da musst du einen Satz wie, ich gehe mir jetzt mal einen Kaffee holen, den musst du irgendwie 20 Mal sagen und versuchen immer in verschiedenen Stimmungen. Dann sagt der Regisseur so, nee, noch ein bisschen mehr, nee, noch mehr Emotionen und du denkst, habe ich doch. ich. Das Mit ist ein schon bisschen echt. natürlicher. Ja, also das ist, oder wenn du dann weinen musst und sowas und du schauspielerst eigentlich. Ja. Du schauspielerst, aber nur mit der Stimme. Und das ist schon ein bisschen anstrengend gewesen, aber das Ergebnis ist der Wahnsinn. Ich bin, also da bin ich wirklich stolz drauf auf diesen Film, weil es auch eine längere und größere Rolle ist. Ja, Moderation sind eigentlich alle ganz cool. Da kann ich mich auch nicht mit beschweren. Und naja, die Musik, das war mehr oder weniger, hat das als Gag angefangen und dann hat man nochmal, es waren ja immer WM- oder EM-Songs, dann hat man noch 4 Jahre später gesagt, komm, wir machen das jetzt nochmal. Weil so erfolgreich war das jetzt ja nicht wirklich, aber es hat Spaß gemacht. Geil, sehr geil, sehr geil. Wie Und gesagt, ich ich weiß, habe jeder, der mich kennt, weiß ja auch, dass ich nicht hundertprozentig singen kann. Also
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern noch mal einen Auftritt von dir gesehen und das war herzergreifend. Das war, glaube ich, von TV Total der Abschied. Ach Und so. da hast du die Hymne von St. Pauli gesungen. Und ich muss ehrlich sagen, also das, so, das war schon emotional. Also. Ja, das ist vielleicht immer. Ja, da gebe ich dir ein bisschen recht, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das gut gesungen war. Aber es, auf das kommt es nicht drauf an. Ich glaube, im Leben kommt es auf die wahren Gefühle an und wenn man Ja. das wirklich fühlt. Und. Du kannst mal Linda Hessel fragen, ob ich singen kann. Mit der hatte ich mal einen Kurzauftritt, weil ich eine Wette verloren hatte mit ihr. Da habe ich mit ihr zusammen auf der Bühne gesungen und das war, also, naja. Wo war das? Was Das musstest war du singen? hier in Köln und wir haben dann zusammen Candy gesungen von Iggy Pop. Ja. Und es war, ich sag jetzt mal okay, aber Linda wird bestimmt sagen, gut, dass es vorbei war. Also im positiven Sinne, im positiven Sinne. Gut, ich frage sie mal. Siehst du, Elton, auf dem Bildschirm, was das da hinten auf meinem Regal ist? Das sieht aus, weiß ich nicht, das sieht aus wie eine Scheibe. Ist keine Zielscheibe. Ah, ach so, Es eine. ist eigentlich das ultimative Stars um 10 hautnah Songglücksrad. Okay. Normalerweise, wenn ich Sänger oder so habe, dann stehen die verschiedenen Songs drauf und dann singen die den A cappella an. Aha. Ich zwing dich aber nicht dazu, deswegen habe ich auch verschiedene Begriffe aus deinem Leben, aus deiner Biografie rausgenommen. Und wenn ein Wort ausgewählt wird, kannst du ja mal ein bisschen was dazu sagen. Oder wenn du Lust hast, ich habe natürlich auch die WM-Song drauf, dann könntest du, nur falls du willst, das auch sehr gern Naja, anstimmen. du kannst ja erstmal drehen, dann schauen wir mal, was passiert. Wie du auch Okay, an dann meiner Stimme drehen hörst. Ich bin ja erst wirklich gerade aufgestanden. Es ist ganz schlimm. Ich habe noch nicht mal einen wir. Kaffee Alles getrunken. cool. Also du sagst eins, zwei oder drei, letzte Chance vorbei und dann fange ich an zu drehen. Okay, eins, zwei oder drei, letzte Chance vorbei. Vorbei! Seht ihr, ob er richtig steht? Seht ihr, wenn das Ding stehen bleibt? Wo ist denn das? Es Auf. ist. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Zum Glück bin ich keins. Erzähl Zum Glück uns ist mal das kein darüber. Lied. Nein, nicht mehr. Erzähl mal, Ja. das ist dein Buch, richtig? Mühsam ernährt sich das Eiche. Ja, das ist tatsächlich mein Buch. Und es weiß kaum einer, dass ich ein Buch geschrieben habe, weil das ist, glaube ich, auch schon 10 Jahre. 9 Jahre oder was? 2010 stammt also als 2010, ja. ja, also 9 Jahre ungefähr her. Es ist also eigentlich schon eine Art Autobiografie und da steht alles eigentlich drin, wie ich zu Stefan gekommen bin, wie ich überhaupt zum Fernsehen gekommen bin, wie ich meine Jugend so ein bisschen verbracht habe auf sehr humoristische Art. Also wenn man das noch irgendwo auf dem Ramschenmarkt findet, ruhig mal zugreifen. Ich bin der Meinung, das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Leute, ihr habt es gehört, auf Amazon kann man das übrigens unter anderem auch als Hörbuch holen. Also Ah, unbedingt selbst gelesen, holt habe ich euch das selbst Ding. gelesen. Ne? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Welch ein geiler Titel, echt. Hast du das komplett alleine geschrieben? Nein, geschrieben habe ich das an sich nicht. Das ist wie so klassisch gewesen. Ich habe sehr gute Kumpels, die waren früher auch Autoren bei TV Total. Und Ja. wir haben uns 3 Nächte zusammengetan, klassisch. Dann haben die Jungs Kassettenrekorder, also so einen kleinen Ja. Kassettenrekorder aufgestellt, auf Aufnahme gedrückt. Dann haben wir halt ein bisschen Bier getrunken und ich musste dann erzählen. Die haben ein bisschen gefragt, so wie du jetzt auch. Und ich habe dann erzählt und erzählt und erzählt. Und die haben das eigentlich dann zusammengeschrieben. Also im Prinzip habe ich alles erzählt und die haben das nur zusammengefasst. Weil so richtig gut schreiben an sich kann ich das ja nicht. Aber du weißt, was du gemacht hast, Aber ich natürlich. weiß, was ich gemacht habe und was da drin steht, ist dann auch so alles passiert. Sehr geil. Drei Kasten Bier, drei Nächte und gute Freunde. Das klingt nach einer tollen Ausgangslage für ein Besser Buch. geht's nicht. So, dann machen wir direkt mal das nächste. Ja. Ich will dich unbedingt noch Wie sehen oft lassen. drehst du denn jetzt? Tja, so lange bis der WM-Song kommt. Nein, es ist Allemann featuring Paloma. Ja, also doch. Ja, Alemann, war das der erste Song? Allemann war der erste. Die WM kam später, 2014, glaube ich. Nee. Genau. Das war in Wien, ne? Alle Mann ins Finale, alle Mann, so ziehen wir nach Wien. 80 Millionen,
Alle Mann. So ging das, glaube ich, ungefähr. Leute, haut mal den größten Emoji-Applaus für Elton. Ey, er ist um 10 nach 4 Stunden Schlaf aufgestanden und sieht sich. Also das hat er verdient. Springt die Kommentare, die Herzchen und folgt ihm übrigens alle, falls ihr das noch nicht tut, auf Instagram. Ja, da sehr gerne. Ganz, ganz coole Sachen auch posten. Waren hier eigentlich irgendwelche Fragen? Das Geile ist, ich muss für Kleinlesen immer meine Brille abnehmen. Aber die winken alle nur sehr, sehr gerne. Kommt, waren da irgendwelche Fragen? Hast du was gesehen? Die alle zu. Das freut mich. Das aber Fragen waren da irgendwie nicht. Hast du was gelesen? Siehst du, so viel Applaus kriegst du. Das so, dann machen wir aber noch eine Runde, während du den Applaus ja. genießt. So. Danke, dass du mir folgst. Mühsam, ja, gut, das hatten wir schon. Dann wähle ich mir eins aus, okay? Wie, Linda war im Chat? Sehe ich hier gerade. Linda war im Chat? Liebe Grüße an Linda. Boah, verdammt, haben wir sie verpasst. So, Entschuldigung, jetzt höre ich dir wieder zu. Was war? Naja, auf jeden Fall. Alemann, das hatten wir. Ich habe hier aufgeschrieben, du warst bei Delta Radio, richtig in Kiel. Ja. Das war. Erzähl mal ein bisschen. Das war dein Anfang so quasi, oder? Das war eigentlich das erste Praktikum, was mit Medien zu tun hat, also am Radio. Da war ich in der Musik- und Sportredaktion. Da muss man nicht viel machen. Da muss man tatsächlich immer alle, also früher wurden tatsächlich noch im Radio CDs auch abgespielt. Heute ist das ja wirklich alles elektronisch und vorbereitet. Und dann musstest du zum Beispiel gucken, so jetzt, was man so als Praktikant bescheuerte Arbeit machen muss. Jetzt guck mal, so hier. Bier bringen, Kaffee machen. Und ja, das sowieso, aber das ist ja nicht das Problem. Jetzt guck dir mal die CDs, die wir haben, von S bis U an, buchstabenmäßig, und dann schreib mal alle Live-Alben davon raus. Und dann sitzt du denn da und musst jede CD aufschreiben oder jede CD, was ein Live-Album ist, auch raussuchen. Und dann haben die das eingegeben in ihrem Computer. Was natürlich sehr viel Spaß gemacht hat, war die Sportredaktion. Da, wenn Samstag, Sonntag immer Fußball war, da bin ich dann hingefahren und haben dann ja mit kommentiert. Und ich saß dann quasi als Assistent daneben und habe dann immer aufgeschrieben, hier, der war gerade am Ball oder hier hast du das zufällig gesehen. Da durfte ich schon ein bisschen redaktionell mitarbeiten. Das war sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht und war halt wirklich der Einstieg erstmal in die Mediengeschichte. Geil. Hast du irgendwie immer schon vorgehabt, ich sage jetzt extra nicht Moderator, sondern durch die Showführer oder so? Na gut, nee, ich wollte tatsächlich wirklich nie wirklich ins Fernsehen. Das war auch alles kompletter Zufall. Wie das alles genau passiert ist, das steht ja in meinem Buch. Unterstützt den Elton, Vollgas. Nee, das war alles absoluter Zufall. Ich wollte wirklich nie hundertprozentig ins Fernsehen. Da sich das aber alles so ergeben hat, hatte ich da immer mehr Spaß dran gefunden. Mhm. Und ich hatte auch, wie gesagt, immer das Glück, wie bei 1, 2 oder 3 mit der Geschichte, dass ich immer einen Step weitergehen konnte. Ich weiß nicht, warum ich dieses Glück hatte. Ich glaube so ein bisschen an Schicksal, das ist so meine Geschichte. Und wenn mich jemand fragt, hey, ich will unbedingt ins Fernsehen, kannst du mir einen Tipp geben? Dann sage ich immer, das unbedingt. Das ist schon mal falsch. Das muss erstmal schon mal weg. Dass du ins Fernsehen möchtest oder mit den Medien arbeiten möchtest, finde ich toll, alles super. Aber dieses unbedingt, das ist falsch. Man muss locker sein. Man muss es kommt langsam der Erfolg. Das ist ja mit Musikern genauso. Die wollen ja auch immer natürlich gerne einen großen Plattenvertrag oder sowas haben. Mhm. Aber man merkt ja auch bei Musikern, wenn sie erstmal von der Straße kommen, da haben sie Erfahrung, wenn sie auch an der Straße spielen oder in kleinen Hallen vor Freunden, da lernen die draus und dann kann das immer gerne ein bisschen größer werden. Man kann doch nicht sofort hier, was weiß ich, in der U2-Arena spielen. Ja, voll. Oder in den großen Hallen, hier in der Lanxess-Arena in Köln. Man muss langsam arbeiten und dadurch lernt man auch. Und deswegen sage ich auch, wenn ihr jetzt zum Fernsehen wollt, macht ein Praktikum in euren, was weiß ich, erstmal bei der Zeitung, bei der lokalen Zeitung, oder es gibt ganz viele lokale Fernsehsender. Geht da erstmal hin, lernt es, macht es euch auch überhaupt wirklich Spaß. Und dann kommt auch irgendwann, wenn man gut ist, wenn man immer Spaß daran hat, dann kommt auch irgendwann die große Halle oder das große Fernsehen. Ich glaube auch, dass oft höre ich so, dass es sehr unterschätzt wird, eben so, ich sag mal, im Fernsehen zu stehen, so Jobs zu haben wie du. Das ist ja, natürlich macht das extrem Spaß, aber das ist verdammt viel Arbeit, das muss man schon sagen. Also gerade an deiner Stelle. Ja, und wie auch gerade hier irgendwie stand, ich habe vom Besten gelernt. Das stimmt natürlich, wenn du dennoch das Glück hast, wie damals Stefan Raab oder jetzt kein Pflaume,
Da lernst du tatsächlich auch immer was. Auch noch in meinem hohen Alter lernst du was dazu. Wie hat man mit Leuten umzugehen? Wie kann man am besten sich was merken, was Moderation angeht? Wie kann man in der Situation arbeiten, wenn gerade irgendwas passiert? Und das lernte man von Stefan sehr, sehr gut. Und jetzt ist es gerade Kai, wo man sehr, sehr viel lernt. Also da habe ich auch immer viel Glück gehabt. Die Nati schreibt schon, du gibst echt gute Tipps und das nehme ich auch mit und merke ich mir. Man muss immer offen bleiben, um Neues zu lernen, weil sonst fährt man sich irgendwie ein, habe ich das Gefühl. Ja, und man darf auch dann nicht zu verbissen sein, wenn es mal nicht klappt. Also Nicht auch krampfhaft versuchen, was zu ja, erzwingen. das gilt aber natürlich auch in jedem Job. Also klar, wenn man auch gerne Lackierer oder sowas werden möchte, da kommen auch mal Absagen. Nicht jeder nimmt im Moment leider Auszubildende oder Leute. Immer weitermachen. Natürlich ist man traurig, irgendwann ist man auch enttäuscht, wenn sogar die fünfte Absage kommt, aber die sechste ist es dann vielleicht. Absolut. Wie ist es für dich eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt und auch anfangs vom Talk schon. Du hast ja im wirklichen Namen eigentlich Alexander. Aber alle nennen dich natürlich, wahrscheinlich alle Kinder auf der Straße. Oh, wie ist das für dich? Stört dich das? Hast du dich daran gewöhnt? Nennt dich noch jemand Alexander außer deiner Familie? Nee, der Name, den habe ich ja schon seit ich ungefähr ja Teenager bin, so mit 15, 16 in der Schulzeit. Da fing das schon an mit Elton. Das ist also keine Fernseherfindung. Und deswegen habe ich mich komplett daran gewöhnt. Also ich glaube, meine Eltern und Schwiegereltern, ich glaube, die nennen mich noch tatsächlich Alexander. Aber sonst, Rest der Welt, also 99,9% kennt mich und nennt mich Elton. Aber damit komme ich völlig klar. Es ist sogar manchmal komisch, wenn auf einmal einer irgendwie Alexander ruft, da reagiere ich schon gar nicht. Dann muss ich, nee, hallo. Ach, du, ja. Krass, Das ist schon ein ja. bisschen merkwürdig. Heftig. Was war rückblickend auf deine Karriere das Verrückteste, was jemals in der Show passiert ist? Das Verrückteste, was mir in der Show passiert ist. Ja, das würde mich echt mal interessieren, weil du hast ja so viel gemacht. Kann ich so spontan. Es gab natürlich bei TV Total viele Sachen, wo man sagt, eieiei, hättest du das wirklich machen müssen? Oder das war Zum schon Beispiel? manchmal ein bisschen peinlich. Aber so richtig verrückt kann ich gar nicht sagen. Also natürlich jetzt in letzter Zeit war die Geschichte, wo ich für Verstehen Sie Spaß reingelegt wurde von Guido Kanz. Das war schon alles sehr, sehr verrückt, was da passiert ist, und man muss ja trotzdem irgendwie locker und ruhig bleiben. Aber so richtig komplett verrückt kann ich so im Moment leider gar nicht sagen. Wahrscheinlich hast du zu viel zur Auswahl. Ich habe auch noch ein Video gesehen, da hängst du irgendwie an einem Helikopter unten dran, irgendwie in Ach, 10 Meter Höhe. ja, die So. Elton versus Simon-Geschichten, Die waren, die glaube ich, sind alle schon. verrückt. Die sind auch, wenn man das im Nachhinein betrachtet, waren ein, zwei Sachen auch bei Elton Reist unfassbar gefährlich. Also diese Helikopternummer zum Beispiel, da hingen wir dran. Ich weiß nicht genau wie lange, aber der Helikopter ging auch immer höher über Wasser. Lang. Und wenn man halt nicht mehr konnte, musste man sich fallen lassen. Und wir waren in kompletter Smoking-Montur, also nicht in Badehose und nichts. Und ich sage jetzt mal, es waren 10 Minuten. Ich weiß es nicht genau die Zeit, aber ich konnte wirklich nicht mehr und habe mich fallen lassen. Es war halt am Baggersee. Es war zwar DLRG vor Ort, aber die hatten so einen kleinen Außenbordmotor. Und jetzt weiß, glaube ich, tatsächlich jeder, wenn man sich 10 Minuten total angestrengt hat, dann hat man keine Kraft mehr. Man hat einfach keine Kraft mehr. Und dann hat sich dieser Smoking mit Wasser auch noch der hatte Wasser aufgesogen. Und ich habe echt gedacht, ich ertrinke. Ich konnte nicht mehr schwimmen. Ich habe da rumgeschrien. Und dieser scheiß DLRG-Typ, der kommt dann mit seinen Kampf Außenbordmotoren. Ich mit bin auch seinem 5 PS Schon Motor. tatsächlich ein paar Mal untergegluckert. Also da hatte ich ein bisschen Angst tatsächlich um mein Leben. Aber erst im Nachhinein wusste man das. Und eine zweite Geschichte war bei Elton Reist in Finnland. Da haben wir mit dem Sauna-Weltmeister gedreht in der Sauna. Und die wurde auch immer heißer. Und wie wir am Anfang gesagt haben, von wegen mein Ehrgeiz, ich wollte da nicht aus der Sauna raus. Und wir haben da Mensch, ärger dich nicht gespielt, so lange, bis einer gewonnen hat. Und der Oder Typ fing schon umgekehrt. langsam an zu zittern. Ich habe den verloren und bin dann raus. Und dann lag ich erstmal kreislaufmäßig komplett Ist flach. Und komplett dann musste fertig, dann ja. auch Arzt geholt werden. Das waren so zwei Momente, wo ich dachte, jetzt hast du es vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Krass. Ah, heftig. Boah. Und was war rückblickend dein emotionalster Moment?
Der emotionalste Moment war, was du schon angesprochen hast, tatsächlich, als TV Total zu Ende war. Aber nicht unbedingt für mich an sich, als ich halt Stefan gesehen habe, wie dem das nahegegangen ist, wie der geweint hat. Und das hat sich dann auf mich übertragen. Da habe ich gedacht, ey, so ein Obershow-Fuchs ist tatsächlich traurig, dass jetzt seine Sendung vorbei ist. Man hat immer irgendwie gedacht, ach, der Raab, Sendung ist zu Ende. Ja. Der braucht das ja auch nicht mehr. Aber der war wirklich, wirklich absolut traurig und dann spielte die Musik und da wurde dir bewusst, es ist tatsächlich die letzte Sendung TV Total. Nächste Woche gibt es keine Sendung mehr. Und Ja. das war natürlich, was Show angeht, das Emotionalste, was passiert ist. Privat ist natürlich klar immer Geburt des Kindes, ist immer sehr emotional. Aber showmäßig, wow, das war echt, das war krass. Habe ich mitgenommen. Ich habe jetzt abschließend noch so ein paar Start- und 10-Haut-Nachfragen an dich. Ja. Und die erste davon, bei so vielen tausenden Interviews oder Shows, die du hast, welche Frage würdest du am liebsten mal gefragt werden? Ich bin ja eigentlich tatsächlich alles gefragt worden, aber ich glaube, die beste Frage, was möchte ich gerne mal gefragt werden, ist, was möchtest du denn mal gerne gefragt werden? Sehr gut. Ja, gut gekontert. Nächste Frage. Das ist die Zuschauerfrage, kann nichts gegen machen. Welche Farbe hat deine Unterhose jetzt? Meine Unterhose ist, das weiß ich, weil ich ja gerade erst angezogen habe, dunkelgrau. Die ist blau, sehr gut. Spielst du ein Dunkelgrau. Instrument? Dunkelgrau, okay. Spielst du ein Instrument? Ich spiele ein ganz, ganz bisschen Schlagzeug. Also ich kann so ein bisschen Takt halten. Sehr gut. Ich wollte jetzt eigentlich im zweiten Lockdown, weil man ja ein bisschen Zeit hat, ein bisschen Gitarre lernen, beziehungsweise Klavier. Finde Ich ich glaube, gut. Klavier ist ein bisschen einfacher. Und das ist ja das Anführungszeichen Schöne an diesem Lockdown. Man hat Zeit, neue Sachen für sich zu entdecken, wieder was zu lernen. Und das kann ich dann auch allen empfehlen, die denen irgendwann denken, oh Gott, mir fallen hier die Wände auf den Kopf. Warum nicht mal ein Instrument lernen? Also mit den Kids Finde ich zusammen gut. vielleicht oder mit den Eltern zusammen. Ich glaube, das macht sehr viel Spaß. Und Klavier werde ich nochmal angehen. Sehr gut, da muss ich auch noch dran. Cool, vor was hast du persönlich Angst? Angst. Ich hab ganz viel Höhenangst. Das heißt ganz viel sowas. Also ich habe Höhenangst. Selbst 2 Meter sind für mich schon unüberwindbar, wenn ich da runterspringen müsste. Deswegen bin ich beim Turmspringen zum Beispiel auch immer rückwärts gesprungen, weil da musste ich nicht runtergucken. Und Auch eine Lösung, ja. Spinnen sind auch nicht unbedingt meine Freunde. Spinnen, okay. Cool. Was war dein beruflich schönster Freudenmoment? Beruflich? Ja, beruflich gesehen. Freudenmoment. Also natürlich war man stolz und froh und glücklich, dass man zum Beispiel die 1-2-3-Sendung bekommen hat, weil man weiß, es waren so viele Casting-Leute da, so viele Ja. bekannte Showgesichter und ausgerechnet ich habe die Show gewonnen, in Anführungszeichen, bekommen. Das war natürlich schon ein stolzer Moment und ein glücklicher Moment. Ansonsten ist eigentlich, also so klischeemäßig das klingt und so blöde vielleicht auch, ist eigentlich jeder Showtag, jeder Moment ist eigentlich ein schöner Moment, dass man noch arbeiten darf. Natürlich gibt es auch manchmal Tage, wo man keinen Bock hat, aber im Studio zu stehen an sich, das ist schon immer ein schöner und glücklicher Moment. So klischee und blöd das jetzt auch klingt, Ja, aber es ist so. find ich aber cool. Du hast immer noch die Dankbarkeit und das Ganze, die Bodenständigkeit wahrscheinlich wie am ersten Tag. Respekt dafür. Also, Danke. Ja, es macht einfach Spaß. Und das ist auch wichtig, einfach immer cool zu bleiben. Weil ja. was bringt das, wenn man ein bekanntes Gesicht im Fernsehen hat? Man soll doch immer noch Mensch bleiben. Und andere Menschen, die machen auch einen Job und machen einen richtig Knochenjob. Und die kriegen vielleicht nicht so viel Applaus wie ich gerade hier von deinen Fans. Nochmal vielen Dank. Und jeder soll seinen Job so gut es geht machen. Das, ja. Da seht Voll. ihr, wie ich das. Tipp für das nächste HSV Pauli-Spiel. Ich lese hier ein bisschen mit. Ja, das dauert ja noch ein bisschen. Und wir, St. Pauli ist ja noch Stadtmeister. Das kann auch erstmal noch ein bisschen so bleiben. Sehr gut. Okay, but last but not least, der Griff nach den Sternen. Wenn du etwas möglich machen könntest, was auch völlig utopisch wäre, was würdest du möglich machen?
Also auch da denkt natürlich sofort jeder klischeehaft an Friede, Freude, Eierkuchen, dass sich alle Menschen auf dieser Welt lieb haben, dass jeder ruhig seine Religion haben kann, aber wir Hand in Hand mit dieser gewählten Religion umgehen. Also das ist da wirklich, das ist, als ob ich jetzt gerade für eine Misswahl antrete, aber das sind nun mal die Wünsche, die man eigentlich hat. Ja. Man darf ruhig neidisch sein, aber man innerlich vielleicht ein bisschen neidisch sein. Man muss ja nicht eine schlechte Laune bekommen, nur weil einer drei Autos sich gekauft hat und ich habe jetzt vielleicht nur zwei Autos. Also Neid soll es ruhig geben, aber man muss damit auch umgehen. Wie sagt man so schön, neidisch sein, aber ruhig gönnen. Ja, voll. Das hat was. Das nehmen wir mit. Ich habe als kleines Dankeschön, dass du die Tortur angetan hast. Ach, Quatsch. Hat Spaß gemacht. Das finde ich auch. Finde ich echt geil. Macht echt Spaß, mit dir mal so ein bisschen zu schnacken. Aber deswegen habe ich noch ein Geschenk für dich. Aha. Beziehungsweise zwei zur Auswahl. Eine Sekunde. So. Ich könnte hier mal ein paar Fragen beantworten. Ob mir die AfD Angst macht? Naja, Angst macht sie wie dich, aber das ist eine der bescheuertsten Parteien, die es gibt. Aber wir leben in einer Demokratie und wenn es solche eine Partei gibt, dann hat sie auch in Anführungszeichen, dann darf sie auch da sein. Und eigentlich ist es sogar ganz gut, dass es solche Parteien gibt, in Anführungszeichen, weil dann weiß man einfach, wie gut es ist, dass man die anderen Parteien hat. So, Elton. Tadadada. Ich habe zwei Geschenke zur Auswahl. Das ja. eine ist ein sogenannter Jackpot. Da kommen, ja, ich sag's mal so, ein Jackpot. Und das andere ist ein spezifisches Geschenk für dich. Welches willst du? Jackpot für schlechte Zeiten, weil wir ja momentan, ja. Oder? War das jetzt ein Zeichen, dass du bei Jackpot das schwarze Ding hochgehoben hast? Ja, also... du kannst einfach wählen, Jackpot oder Geschenk, was du willst. Nein, ich nehme, ist das Rot, ne? Ja. Das ist meine Lieblingsfarbe, ich nehme Rot. Sehr gut. Dann hast du. Ich habe natürlich gewusst, dass dein Buch, welches auf Amazon auch erhältlich ist, holt das unbedingt, dass ihr das in drei Nächten mit einem Kasten Bier geschrieben habt. Und deswegen, weil ja Weihnachten sowieso schon vor der Tür steht, habe ich eine Christbaumkugel für dich in Form eines Sixpack-Bieres. Ah, das ist der Jackpot. Ja, kann man auch so nennen. Genau, das ist auch der Jackpot. Du, ich meine das ernst, schick mir irgendeine Post- oder Lieferadresse und ich sende dir das zu und dann musst du ein Foto machen davon als Beweis, dass du es bekommen hast. Ja, cool. Ja, sehr klar, mache ich. Kein Problem. Stark. Sehr geil. Ach, guck mal, Martina ist auch hier. Mein größter Fan. Martina. Du machst doch alles mit, glaube ich. Grüße an Martina. Ja, nee, Elton, wo sieht man dich in der nächsten, was sind deine nächsten Sendungen? Du warst ja gestern nach dem Star. Was kommt als nächstes? Also montags läuft ja, also täglich ab Montag wieder natürlich, wer weiß denn sowas, läuft. Gut. Eins oder drei immer am Wochenende und der nächste Schlag den Star ist am 19. Dezember. 19. Dezember. Das schreibt euch mal an. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir Zeit genommen hast, wirklich. Wenn du jemals eine Side-Moderation für 1, 2 oder 3 brauchst, einfach nur melden, ich wäre direkt dabei. Okay. Und wünsche dir noch ein gutes Weiterschlafen, guten Kaffee. Und nö, jetzt bleibe ich auf. Jetzt schmeiße ich gleich die Konsole an und lese noch ein bisschen. Ich hab noch nicht mal geguckt, was wir für eine Quote gestern hatten. Was ja normalerweise sofort das Erste ist, wenn man aufsteht. Ich wurde nur wach, um 10 Uhr klingelt der Wecker. Ach du Scheiße. Schnell geduscht, angezogen und sorry nochmal. Kein Ding. Freue mich, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Bis hoffentlich bald mal, wo auch immer. Wir sehen uns ganz bald, ne? Ja, vielen Dank für die Einladung. Mach's gut, bis bald. Ciao. Oder Alexander, ciao. Ciao. Mach's gut. Ciao. Liebe Leute, das war heute Stars um 10 Hautner mit Elton. Der ist einfach nur cool. Also ich feiere das echt. Wie hat's euch gefallen? Schreibt's doch in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Für mich geht's diese Woche jetzt Weihnachtssongs einsingen. Wir haben für den SWR 4 ein kleines Unplugged-Konzert,
wo wir für euch ein paar Sachen aufnehmen, ein paar schöne Weihnachtssongs. Ich freue mich sehr darauf. Und nächste Woche ist dann am 29.11. um 10 Uhr Stereo Act mit dabei. Ihr kennt sie, ich habe selber mit ihnen auch schon einen Song gemacht, Nicht allein sein. Die unfassbaren beiden Rick und Seppi sind mit dabei. Ich freue mich sehr darauf. Wenn es euch gefallen hat, auch das kleine Ständchen am Anfang und ihr Lust habt, mich zu unterstützen. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mein neues Album hautnah vorbestellt. Dankeschön dafür. Euch noch einen fantastischen Sonntag. Genießt's und bis nächste Woche. Euer Vincent.